Und da sind wir wieder, sagt ein bestimmter Mann, der uns heute besuchen will und der hier unterwegs nach uns ist. Und wir sind immer noch hier in unserer kleinen Hacienda, die mal eine werden soll. Wir haben aber jetzt immerhin schon ein Feld und wir sind immer noch bei 7 Days to Die. Hallo, liebe Freunde. Ja, ein schönes, herzliches Willkommen auch von mir. Von mir ebenso, willkommen zurück bei 7 Days to Die. Und ich bin durstig. Ja, wir haben ja wieder zwei neue Funksprüche erhalten, dass wieder zwei Leute hierher unterwegs sind. Genau. Und wir haben die Koordinaten durchgegeben, wo unsere Hacienda hier ist. Und die könnte ich eigentlich mal weiterbauen. Ich glaube nämlich, ich habe Holz gesammelt. Ich brauche hier nicht nur blöd in der Gegend rumstehen. Man kann ja auch was machen, ne? Das ist ja immer so. Ja, ich gehe wieder. Juhu. Ein schöner Mat. Hey, hier Hier kommen kommen zwei zwei neue. Neue. Da Hier ist kommen zwei gleiche Zombies. Stimme. Nein, Nein, zwei zwei neue neue Menschen. Menschen. Ich Zwei nehme mal lieber meine Menschen. Axt in die Hand. Man weiß ja Keine nie. Weil Zombies. Keine am Schluss sind es Zombies. Banditen. Nein, nein. Meine Hand. Ah, ich Ich habe hab schon so. angelegt, keine Angst. Seid ihr friedlich? Ah, Erschieß mich, mich, erschieß erschieß Und mich das ist, doch. alle sehen es jetzt hier, der Delfino. Hallo Und Delfino und hallo. der grandiose UFO-Mann aus dem Weltall. Ja, Ja, UFO-Mann. wir freuen uns alle. Die WG ist sozusagen komplett. Genau, Genau, wenn wenn ihr ihr mich mich bei bei Steam Steam haben haben wollt, wollt, UFO Was? Naut. Steam gibt's nicht Naut. mehr, die Welt ist untergegangen, hast du es nicht mitgekriegt? Hier ist nur noch, ne? Es Wir gibt nur noch fangen. Steinäxte. Oh Oh Gott. Gott. Und Und vier Kerle und eine ja. Frau wollte ich nur mal Oh, nebenbei wer ist erwähnen auch die hier. Frau? Ja, Gut, dieses Game hallo. ausgesehen. Steht, Ja, okay. über meinem Über Kopf meinem steht da Kopf jetzt steht da UFO jetzt UFO Naut? Naut? Ja. Nicht Nicht UFO ja, da steht UFO Mann. Ah, Naut. okay, gut. Ja. Und bei Naja, Delfino genug. steht Delfino. Wie Wie originell. Und bei Shadow steht Shadow Wie und bei originell. Brutzel steht Brutzler. Der Der Brutzi-Bär. Okay. Das hier soll unsere WG werden. Kommt mal her, Leute. Ich Oh, führe euch mal ein. cool. Ja, ist das nicht schön? Wie heimelig. Ja, total. Wir haben alles da, Tatsache. was man so braucht. Ich habe Tee und ich habe Verbandszeug und so. Hier, das sind die Cool. Kisten. Wir haben zwei Kisten. UFO-Mann hat sogar schon drei, Cool. glaube ich. Und ihr müsst euch, glaube ich, erstmal einen Schlafsack am besten machen, damit, wenn ihr sterbt, Genau. wir euch damit begraben können. Genau, hier ist aber eine. Ah, die Sicherheitstruhe kann ich nicht öffnen. Und während ihr euch jetzt da mit Schlafsäcken vergnügt, hau ich hier weiter Bäume kaputt. Meine Ja, Axt ist aber gleich kaputt. ich lerne mal das ein oder andere Rezept in der Zwischenzeit. Nein. Ach ja, das wollte ich auch noch machen. Hier ist überhaupt kein Material für für Schlafsäcke, Schlafsäcke, Leute. Leute. Wir Ach haben hier doch. ein Baumwollfeld. Kann Kann ich ich das das ernten? ernten? Ja. Wie geht denn das mit E? Normalerweise, wenn du hingehst, entweder dieses oder du schlägst es kaputt. Ja, ich glaube, das ist noch nicht Ah. fertig. Das Das dauert ist noch. Baumwolle. Ach, ich ja, werde das ist mir noch jetzt nicht mal eine fertig, Axt oder? oder sowas basteln hier. Was ist Und das dann, denn? oh, Boah, ihr hier habt ja sogar Waffen, Alter. Kann ich nicht aufnehmen, ist mein Inventar schon wieder voll. Wir müssen Alter, unbedingt, ich wir hab brauchen. sogar Waffen. Wir brauchen unbedingt noch eine Kiste. Wir brauchen unbedingt noch eine Kiste. Wir sind hier nicht umsonst hergekommen. Sie haben Waffen Waffen auf Baumwollfelder. So, ich gehe Ja. mal gemütlich ein bisschen Stein farmen derzeit. Ja, Ich ich mache mir erstmal eine neue Baumwolle. Axt. Wolle kann noch nicht abgebaut werden vom Feld. So, das Oh, war irgendwie ist das so, ein bisschen ne? Wir können ja auch krass. gucken hier bei Torten. Ne, Torte ist eine Fackel. Ich brauche eine Axt. Ich brauche eine So. Axt. Ich habe ja gar kein Gras. So, ich mache mir erstmal ein bisschen Stein. Fackel? Torch? Was brauche ich jetzt Bei noch? irgendwas? So, Er hat drei Holz. Federn. Ja, liebe Leute, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Das sieht man immer wieder. Was brauchst du denn? Ich gucke gerade nach dem Rezept für eine Axt. Dafür musst du einmal das Gras zu diesen Fiberglas-Panes Ja, machen. das habe ich ja alles schon. Einen Ich spitzen klaue hier mal ein Stein. bisschen Und dann Holz. quasi in den Mittelpunkt, da kommt ein Stick hin. Dann schräg Ja. rechts oben drüber der Grasbüschel und dann eins weiter unten rechts, dann der gespitzte Stein. Ja. Das müsste Okay. eine Steinaxt werden. Irgendwie da so, ne? Du kannst es ja auch links suchen hier bei deinem in dem Ja, Crafting-Menü. genau, das wollte ich machen. Und dann kannst du wohl mit Doppelklick macht er sofort alles rein. Brauchst es nicht einzeln reinpacken. Okay. Ich muss das nur erstmal finden, das ist immer so eine Sache. Ich Ja. kenne mich in dem Menü noch nicht so aus. Genau, und das ist ja auch immer Englisch, wa? Wie die Dinger dann heißen und so. Ja. Wie heißt denn das Wood Teil Spikes. Ich könnte ja eigentlich? auch Wood Spikes machen. Ich gucke hier einfach Wie mal ein bisschen heißt rum, denn das Freunde. hier? Bla bla Eine Schaufel. bla. Pickaxe. Werkzeug, Waffen. TNT. Pickaxe. Warum habe ich das Rezept für eine. Da ist sie doch, Steinaxt. Wie heißen die? Mann. Steinaxt, Stone Axt. Echse. Stone, Small Stone.
Und wo ist die? Ich habe eine Steinaxt gemacht. Bei Waffen, ja? Nee, da wo dieser Schraubenschlüssel ist. Ach, also da der. Da muss man erstmal drauf kommen. Ja, Stone Axe. Ja. Okay. So, und jetzt da hier. Ist er. Doppel, die ja. Was? Ich habe eine Steinaxt. Okay, können wir noch ein paar Bäume abbauen? Alles wunderbar. Ach, und eine Kiste wollte ich noch bauen. Das könnt ihr eigentlich mal gucken. Krass. Wir brauchen noch alle immer Gras. Ja, richtig. Es ist noch sehr früh. Wir brauchen also keine Part. Oh, wie, die ist kaputt gegangen. Die war nagelneu. Die Axt? Ja, ich habe dagegen einen Baum gehauen, dann ist die kaputt gegangen. Die war nagelneu. Was war denn das für ein Schrott? Das ist mir auch schon mal passiert. Ich glaube, das ist ein Bug. Was? Das ist mir auch schon mal passiert. Das ist, glaube ich, ein Bug. Weiß okay. Nicht genau. Ich meine, diese Bücher kann man auch lernen, glaube ich. Ich lese das mal. Oh ja, ich habe das gelernt. Ich habe was gelernt, bloß Freunde. Ich habe noch kein Gras. Was hast du denn gelernt? Weiß ich nicht. Gucken. Weiß ich nicht. Hat zufällig jemand Federn? Ja, ich habe Bücher. Das ist gut, weil dann würde ich gleich mal die Bewaffnung für euch dann bauen. Kann ich nicht in die Kiste reingucken, wenn du da reinguckst, Ufo? Kann das sein? Ja, das geht nicht. Ah, okay, alles klar. Ufo hat sich mal ein paar Bücher geklaut. Kiste noch für die aber mit der Axt, das war ja blöd jetzt. Irgendwie auch. Huh. Das ist der Vorführeffekt. Hier ist er. Die ist wieder in mein Inventar geflutscht. Das ist ja komisch. Die Federn liegen in der Kiste drinnen. Dankeschön. Habe ich bestimmt irgendwie Mist gebaut. Aha. Technik Mann hat jetzt mit geklauten Büchern was gelernt. Da, ich habe die Bücher gefunden im Kino. Achso, ist ja gar nicht klauen, wir sind ja eine Gemeinschaft. Ja, genau. Wir sind eine große Gemeinschaft und alles gehört ein. Was ich auch so gut finde, dass hier von der Gemeinschaft noch nicht einer mich unterstützt hat, dass ich mir einen Schlafsack bauen kann. Ich habe immer noch keine Axt. Ihr farmt hier schon alle wieder kaputt und es wird gleich dunkel. Ich habe gar nichts. Oh, Meister Ufo, was ist denn los? Nicht deprimiert sein. Ja, es geht schon wieder extrem bergab hier. Es bringt aber nichts, wenn du hier auf der Straße rumstehst und rumraulst. Ich wollte gerade sagen, seine geklauten Bücher liest und dann erwartet, dass jemand Schlafsack hätte. Du hast aber wirklich ein sehr keckes Cappy auf, muss ich mal sagen. Ja, habe ich auch gefunden. Willst du das haben? Nö. Ich muss mir erstmal eine Axt bauen. Ach, guck mal, hier, das Haus wird schon weitergebaut und ich krieg irgendwie nicht auf die Kette. So, aber gleich. Ey, ich krieg keinen Gras. Gras ist schwer, ich hab da mehrere Büscheln wieder handig. Ja, das ist so ein Gras ausgekommen. Ist ein bisschen nach dem Zufallsprinzip, ob man Gras bekommt, wa? Ich hab genügend Gras in der Tasche, ich komm mal vorbei. Ja, gib mir mal ein Gramm. Ich muss ja mal Bretter machen. Bretter. Bretter. Aber wo ist jetzt die? Ich mach Bretter. Die kann man übrigens nebenbei machen, das wurde mir so berichtet. Wir haben uns auch vorgenommen, hier alle Bäume in der Umgebung wegzufällen, damit wir hier gute Übersicht haben, wenn die Zombie-Nauten kommen. Das ist richtig. Das ist voll der Plan. Ist ja auch ein schöner Platz eigentlich hier, finde ich. Naja, ist der erste Platz, den wir gefunden haben. Wir 7 Tage eine besonders nasty Horde, ne? Sehr schöner Platz. So, bei mir steht jetzt Tag 1. Wollte mir nicht irgendjemand ein bisschen Gras geben? Ich komm ja vorbei. Was bist du denn? Schlafsack wäre wichtiger. Wie bist du denn? Was ist halt der? Ach nee, das ist Delfino. Delfino, du hast noch keinen Schlafsack. Hast du Gras? Nö, nein, ich habe eine Axt, aber noch keinen Schlafsack. Das eine Feld liefert keine Baumwolle, was immer das da ist. Das wächst noch, das dauert noch. Oh. Aber sonst gibt es vielleicht keine in der Nähe, oder? Baumwolle. Für unsere lieben, verehrten Zuschauer übrigens nochmal. Ihr könnt dieses Chaos euch aus mehreren Perspektiven angucken. Also ihr könnt das beim Ufo-Mann gucken und ihr könnt es bei mir gucken oder beim Shadow oder beim Brutzi, weiß ich nicht, vielleicht demnächst auch. Genau. Beim Delfino dann auch. Ja, das heißt, sicher doch. Genau. Könnt euch das 5-mal angucken. Wenn das alles klappt bei mir mit der Aufnahme. Richtig, ja. Bei mir gab es da Komplikationen. So, meine lieben Freunde, hier sind wir wieder bei Ufoman LP. Ihr seht schon, wie meine Leute hier fleißig bauen. Meine Leute? Aber ihr merkt schon, die sind ja auch noch nicht mal in der Lage, hier dem Ufoman mal eine Axt zu geben. Oder Gras. Oder Gras? Ja, Ufoman, warte mal. Shadow hat ja vor einer gefühlten Stunde gesagt, er bringt mir Gras. Aber ja, ich hatte die Polizei auf dem Fersen. Die habe ich jetzt schon abgehängt. Wo ist der Ufoman? Ich gebe dir das verdammte Gras. Hier, komm her. Ufoman hier.
komm hierher. Wir haben mehr Gras. Hier liegt Gras. So, Gras. Ja, Gras. Bitte. Gras, wie? Danke, Herr. Da liegt es. Bitte. Ja, Gras. Und hier ist der Axt. Hier hängt eine Stonex da. Aber nicht wieder alles auf einmal rauchen. Nein. Er hat eh kein Feuerzeug. Nein, ich bin... Was sieht denn? Oh nein! Jetzt bin ich fast glücklich. Wo ist die Axt? Hab ich schon? Die musst du dir selber bauen. Ich habe ja eine bekommen von Brutzi. Die war schon dreiviertel abgenutzt, aber. Haben wir Essen? So, jetzt. Ja, in einer Kiste müsste Essen sein. So, gut. Mein lieben Zuschauer, habt mal gesehen, wie kameradschaftlich wir hier miteinander sind. Jetzt hole ich mir mal was für einen Schlafsack her. Aua. Wollen wir jagen gehen, damit wir irgendwie mal ein paar Hirsche fangen oder so, damit wir was zu essen haben? Ja, Hirsche. Hirsche. Alternative. Ja. Aber die Baumwolle ist nämlich wichtig. Ich brauche nämlich jetzt einen Schlafsack, jetzt mal so für meine Zuschauer. Schlafsack, damit ich dann auch hier wieder an der Stelle spawne, wenn ich sterbe. Und ich würde jetzt eigentlich ganz gerne noch mal eine Kiste bauen, weil es macht keiner für mich. Ich habe das schon ein paar Mal angesprochen, aber... Naja, das ist so ein bisschen so die Kommune der exzentrischen Einzelgänger, kann man so sagen. Genau. Ja. War denn hier das Rezept, dass ich aus Baumwolle diese Kottenteile mache? Wird das dann eine Kiste? Mal gucken. Ich habe gar keine Baumwolle. Das heißt, Close fertig. Erst auswachsen. Du brauchst einen Baumwolle in der Mitte und eins drüber, also ein Kottenteil. Ich habe eine Kiste gemacht. Eins in der Mitte und eins drüber. So, ich hätte jetzt gleich 10 Claw Fragments für jemanden, der bedürftig ist. Klo-Fragmente. Ach, hier für Schlafsack? Ja. Wer damit? Wo bist du? Ja, genau, ich bin auch. Ich stehe hier in der Kiste. Ach stimmt, du bist ja die Frau. Brauche ich mir nur merken. Hey. Ja, die einzige Frau. Danke. Die einzige, die arbeitet hier. Ja. Ich habe noch Kisten gemacht. Sehr schön. Toll. Fein. Ja, ganz alleine. Eins, zwei, drei. Warum habt ihr die Kisten nicht im Haus eigentlich? Das kommt dann noch. Wir leben erstmal vor dem Haus und dann gehen wir irgendwann rein. Ich hätte gerne ein organisiertes Lager. Immer wenn ich zum Haus hingucke, steht wieder ein Rand da. Shadows können wir gerne machen mit dem organisierten Lager. Baut dermaßen schnell. Sehr gut. Ja, der geht ab. So habe ich jetzt eingesammelt. Ja, cool. Jetzt kann ich mir einen Schlafsack machen. Also Shadow, wenn, dann musst du das Lager bauen. Ich glaube, da hast du am meisten Plan von sowas. Echt? Ja, Griechen. Ja, ne? Denke ich auch. So, möchte noch jemand eine Steinaxt? Ja. Tja, Ufo-Mann war schneller. Ich habe 2 Stück über. Pack hier mal alles rein. Ach so. Ich habe eine. Die ist sogar noch ganz gut. Ich würde dann fast sagen, ich nehme mir mal Pfeil und Bogen und gehe mal los und versuche mal so einen Hirsch zu jagen oder so. Jo, vielleicht muss jemand auf die begleiten. Oh, begleiten. Okay. Und Pfeile muss ich noch machen. Pfeile, ja. Das ist ja hier total viel Material. So, wer wollte die Axt? Ich würde gerne eine. Da werf ich dir hierher. Danke. Da steht sie. Danke. So, jetzt muss ich bloß noch einen Schlafsack. Genau, dann haben wir unsere neuen Ankömmlinge hier bald richtig gut untergebracht. Ja. Richtig. Ja. Ich kümmere mich noch um Waffen. Ja. Sag doch noch mal kurz, in welcher Rubrik ist es. Ach, ich hab schon. Okay, danke. Wie spät haben wir es denn überhaupt? Ich kann die Zeit immer so schlecht sehen. 17 Uhr. 17:25. Genau. Ja, klar. So. Nochmal, wo sind die Teile jetzt für den Schlafsack? Das ist die unterste Reihe voll und ganz links der drüber. Ja, jetzt habe ich beim Haus, bei dem Haussymbol, ist der Schlafsack. Okay. Ich habe noch 4 Fragmente. Ich habe die Teile noch gar nicht, um den überhaupt zu bauen. Brauchst du noch 4 Stück? Liegen. Welcher Kiste die Teile überhaupt liegen? Hier ist Wasser, hier ist Tee. Ganz links ist meine Kiste. Ganz rechts. Du kannst dich da ruhig bedienen. Wie kann ich das wegwerfen, was ich in der Hand habe? Indem du zwischen deinem Gürtel und dem Inventar das da einfach rausklickst. Genau. Oder wenn es eins ist, mit Q. Mit Q? So, nee, Feierabend. Genug Sticks gemacht. Q. Jetzt machen wir mal Pfeile. Komm, das kriegen wir hin. Delfino? Richtung. Da. Dann. Ah, danke. Davon so. Welche. Und da sind aber nur 4. So, jetzt um Pfeil zu machen, da brauche ich Federn, einen spitzen Stein, denke ich mal, ne?
Und einen Stick. Genau, aber was fehlt sind nämlich noch Steine. Da sammle ich jetzt noch ein paar ein. Sag mal, Mädels, ihr habt ja noch gar keinen Ofen. Was? Nee, kannst du mal bauen. Ja. Ja. Material liegt in der Kiste. Okay. Bis auf die Steine, glaube ich. Ofen. Ja, wir sind ja auch gerade erst hier angekommen, UFO, und da sind wir natürlich noch nicht so gut ausgestattet. Ja, ich bin auch manchmal ein bisschen undankbar und ungeduldig. Oh, was? Oh, ich habe Hunger. Also ich muss euch sagen, mein Schlafsack braucht mehr 6 Teile. Ja, ist doch gut. Meine letzte Aufnahme? Ja. Ich rede gerade mit mir selber, Entschuldigung. Meine letzte Aufnahme ist ja schon mindestens schon wieder über eine Woche her. Und ich habe den Eindruck, dass sich die Grafik seitdem total verbessert hat. Ich hab die nicht so geil in Erinnerung. Irgendwas mit Shader und irgendwie sieht es viel geiler aus. Ich weiß auch nicht. Oder liegt es dann im Server? Oder? Das ist die Gegend hier, die ist besonders schön. Ja, genau. Stimmt. Oder wegen dem Gras vielleicht. Ja, oder wegen den Leuten. Irgendwer noch zwei Kleidung. Oder wegen den Leuten, stimmt. Ich hab nichts mehr, leider. Ja, ich brauche mehr Steine, das ist einfach so. Ich habe zumindest nichts gesehen, aber ich habe es übersehen. Ich habe 4, aber der Schlafsack braucht 6. Merkt schon, wenn wir jetzt mit 4 Leuten hier, mit 5 Leuten hier sind, dann muss man sich vom Reden her teilweise echt zurückhalten, sonst quatschen alle durcheinander. Stimmt. Man hört keiner. Stimmt. Nö, aber wir können einfach weiter durcheinander quatschen. Ich habe die Aufgabe, einen Ofen zu bauen, bitte. Kein anderer baut einen Ofen, nur ich. Okay, ist in Ordnung. Ich hätte gerne 3 Öfen. Drei Öfen bist du irre? Natürlich einmal für die Wasserproduktion, Metallproduktion und Waffenproduktion. Eigentlich brauchen wir Öfen für jeden. Was sagt jetzt? Bist du irre, Shadow? Für die Großen. Natürlich. Das war jetzt aber nicht böse gemeint. So einen Spruch sagen wir so in Berlin. Bist du irre? Ich weiß, ich kenne das ja. Ich kann ja. Egal, wo ich in Deutschland bin, ich verstehe die Leute so ziemlich. Und ich verstehe den Ufo-Mann sowieso, weil ich auch aus Berlin komme, gebürtig. Also. Ein Landsmann. Na, Kreuzberg. Ein Landsmann. Wenn man nicht aus Berlin kommt, ist das dann auch gut? Nö. Okay. Ist ja langweilig quasi, verstehst du? Ach so, ja, verstehe. Und dann macht ihr die Randgruppe auf. Kommt man ja aus dem Tal der Ahnungslosen. Die Randgruppe bin ja ich komme nicht mal aus Deutschland. Stimmt. Würdest du bitte ein extra Haus dahin? Genau. Wir akzeptieren alles, auch Visa. Ja. Nee, aus diesen gelben Blumen. Nee, bei uns ist egal, wo man aus den gelben Blumen kann man übrigens wunderbaren Tee machen. Lecker. Der hilft gegen Durchfall. Ja, genau, der hilft gegen Durchfall. Wirklich? Ja, also wenn der cool. Tee, der da ist, den dürft ihr nur trinken, wenn er Durchfall habt, ne? Also nicht, dass er den mal so wegballert. Cool. Das ist in der nächsten Teeparty. Wo sind wir jetzt überhaupt? Ich hab mich verirrt. Ups. Ich warte immer noch auf die Lieferung. Ich wollte ja Ofen bauen. Achso, da musst du Baumwolle farmen, lieber Delfino. Ja, ich sehe keine, und das Feld ist leider noch nicht auf dem Ofen gewachsen. Kommen die ersten Monster gleich? Oh, ich sollte zurückkommen, es wird dunkel. Zu wann haben wir die bestellt eigentlich? Wird dunkel und ich habe nicht mehr einen Schlafsack. Die erste Horde müsste demnächst kommen, glaube ich. Du helf doch mal schnell, okay. Delfino. Ja, ich nehme Baumwolle mit. Gib die ein bisschen Stoff. Wie viel Kilo brauchen wir denn noch? Bei 2 noch, ich habe 4 und 6 braucht man ja. Ich habe eins, hätte ich noch, das schmeiße ich immer hin, Delfino. Okay, dann das bringe ich mit. Hier. Nee, ich komme mal zum Haus zurück. Achso, das bist gar nicht du, das ist Ufo-Mann. Dann nehme ich das mal wieder auf. Der Cloud ist alles. Ich bin jetzt da. Ah, da ist er. Ja, hier, warte, ich schmeiße es dir nochmal hin. Ich komme. Ja. Okay. Wo ist denn der Eingang von unserer Putze? Gleich guckt die. Finde den. Ich würde sagen, eine Leiter nach oben bringt die meisten Erfolge auf der Flucht. Ja, stimmt. Aber noch nicht, also das kommt dann auf jeden Fall, aber jetzt erstmal hier hinten. Oh Gott, jetzt wird's spannend. So, Delfino, wo bist du? Hat noch jemand Taschenlampe? Guck mal an, aus. Ich komme, ich habe das Close-Fragment hinter dir. Guck mal an, aus. Okay, ich baue mir gerade Pfeile. Ist das nicht genial? Danke. Oh, geil, wie die Sonne untergeht. Alter, ist das. Ja, cool, ne?
Ist das Grafik total cool. Und guck mal, meine Taschenlampe, die geht an, aus, an, aus. Oh, cool. Oh, cool. Moderne Technik. Da kann man ja neidisch werden. Da kann man ja neidisch werden. Hast du keine, wie? Nö. Noch nicht mal eine, Delfino, ich leg dir einen Crossbow hin. Nicht mal eine Fackel. Und für den Ufermann habe ich auch gleich noch einen Crossbow. Oh, Crossbow. So. Wo ist er? Hier ist er. Werf ich dir... Oh, oh, cool. Also ich finde diese Waffe richtig geil. Ja. Wow. Wow. Oh, da hat wer durchfallen? Nein, nein, habe ich direkt Wasser getrunken? Nö. Ah, so geht das, genau. So, Delfino? Ich... Hat noch jemand Pfeile übrig? Ich habe nur einen. Sehr geil. Sekunde, Delfino, 10, hier, Pfeile, Pfeile, Pfeile. Ach, muss ich die jetzt aufteilen? Das ist ja blöd. Wo liegt der am Boden? Hier, bei mir. Da. Hinter dir, da bin ich. Da müssen wir erstmal mehr Bretter machen. Hier gerade nichts im Finstern. Ah, da. Einfach, genau. Der Ufonaut mal bitte zu mir. Ist es so, dass kommen die Zombies immer nur nachts hier auf dem Server? Oder? Nee, eigentlich nicht. Die kommen auch tatsächlich nicht, aber wir haben die alle schon getötet. Ach so. Also viele. Ach so, man kann die richtig in einer bestimmten Gegend so ausrotten, ja? Oder wie? Dann sind die in der Gegend nicht mehr, ne? Uff. Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also, mir kommt es auch gerade ein bisschen sehr wenig vor. Ufo-Pfeile? Ja. Müssten ja. Die Zombies da sein. Also. Ah ja, danke. Kann das Holz ja nicht anfangen zu brennen? Das ist Asbestholz. Ah, gut. Brutzi, wenn du runterkommst, kriegst du auch noch Pfeile. Okay. Ja, vielleicht. Warum kann ich das? Boah, ist ja verdammt dunkle Nacht. Achso, gerade heute mal. Tastatur wieder. Ball bewölkt. Geil. Danke. Okay. Weg da. Ich? Nicht cool. Aussichtspunkt. Ich hab doch Steine gesammelt, die wollen Ich guck grad auf die Uhr, die Folge ist rum, Leute. Ach je, schon wieder. Oh. Ja, schon wieder. Ja. Adios. Ja. Dann machen wir die schnell zu Ende, bevor die Horde genau. kommt. Genau. Und dann. In der nächsten Folge geht's dann weiter und Ufermann macht nächstes Mal die Begrüßung. Ich freue mich. Ja. Ich mich auch. Tschüss. Ich mich auch.